Ja, Leute, herzlich willkommen zu Steven Lees Musik Reviews. Endlich wieder eine neue Woche, endlich wieder neue Musik und endlich wieder hoffentlich auch für euch Bands, die euch gefallen werden. Wir haben in den zwei Wochen wieder gute Bands dabei. Ihr dürft gespannt sein, was ich euch präsentiere. Viele bekannte Bands, auch Bands, die ich schon mal präsentiert habe vor ein, zwei Jahren. Was auch ziemlich geil ist. Und ja, am 1. November habe ich mein Einjähriges. Mal gucken, was da so gehen wird. Ob ich ein Special mache oder so, mal gucken, was da geht. Also mein Einjähriger, was erzähle ich denn da? Das ist dann sogar schon mein Dreijähriges sogar. Ja, ne, Zweijähriges, Entschuldigung, Zweijähriges, mein Fehler. Ja, mein Zweijähriges und ich bin gespannt und ich gucke mal, was ich da so machen werde. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ja, Unboxing-mäßig bin ich auf jeden Fall dabei, euch was zu präsentieren. Ich bin dabei, was zu starten. Habe ja noch ein paar hier hinten, die ich noch nicht präsentiert habe, die ich euch auch noch gerne zeigen möchte. Ja, Leute, ihr dürft gespannt sein, welche Bands ich heute dabei habe. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen da oder schreibt es in den Kommentaren, ob ich vielleicht mal was machen, anderes machen soll, also specialmäßig was machen soll oder wie euch der Musikreview gefällt. Mal so ein Feedback geben, würde mich mega freuen. Und natürlich folgt mir bei Instagram und bei Facebook. Und natürlich bei Spotify, mein Podcast, der jeden Donnerstag stattfindet. Und jeden, alle zwei Wochen, den Sonntag hier, ist dann auf YouTube die Musikreviews im Videoformat. Folgt mir gerne, würde mich mega freuen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand der News. Und ja Leute, wir starten nach dem Intro. Geht's los mit der ersten Band. Viel Spaß. Kommen wir zu Band Nummer 1, ist die Band Architects, gibt es seit 2004, ist eine englische Band, Genre ist Metalcore, haben jetzt ihr 10. Album draußen, das heißt The Classic Symptoms of a Broken Spirit, wenn ich die ausgesprochen habe, ihr konntet ihr richtig lesen, und ja, einfach nur geile Band, kann ich nur empfehlen, hört auf jeden Fall rein, richtig gut, Metalcore, aber zwischendurch immer was man so hören kann, und ja Leute, gönnt euch. Dann zweite bekannte Band, die ja doch schon den Status der Bekanntheit hat, ist Avatarium, gibt es seit 2012, ist eine schwedische Band, Genre ist Doom Metal, haben zwei EPs und jetzt ihr 5. Album draußen, das heißt Death, Where is Your Sting? Und ja, Doom Metal ist auch so eine Geschmackssache, aber ich empfehle euch auf jeden Fall, Leute, hört überall rein. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr gerne mal auf den Links der Bands draufklicken und mal selber reinhören oder natürlich, ihr habt Spotify. Da könnt ihr natürlich in meinen Podcast reinhören und könnt euch die Bands in Verlänge auch nochmal geben. Hört die Band, Fall Avatarium, ist mega, lohnt sich. Dann haben wir die Band Godminister, ich habe irgendwie ausgesprochen Godminister. Gibt es seit 1999, ist eine norwegische Band, Genre ist Gothic Metal, also auch so eine Geschmackssache, da muss man drauf stehen. Haben 8 Alben draußen, das heißt, das neue heißt Pandemonium. Und ja, Leute, wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Ich finde das nicht schlecht, kann man hören. Und deswegen präsentiere ich sie euch auch. Ich finde die gut, hört auch immer rein. Die nächste Band ist Iron Alice. Ist eine Newcomer-Band, ist eine deutsche Band. Genre ist Heavy Metal, Label ist RFM Records. Da sind sie unter Vertrag. Erste Album heißt Blood in, Blood Out. Und Leute, feiert die Band, lohnt sich mega. Dann die Band No Return, gibt es seit 1989, ist eine französische Band, Genre ist Death Metal, Trash Metal, so die Richtung, haben ein EP und jetzt ihr 11. Album draußen, das heißt Requiem, und Leute, kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, geht gut ab, ist guter Stoff, feiert die Band. Dann auch sehr eine bekannte Band, Orden Organ, gibt es seit 1996, ist eine deutsche Band, Genre ist Power Metal, Label ist RFM Records. Und die haben jetzt ihr 8. Album draußen, das heißt Final Days, Orn Organ and Friends. Also, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist Final Days ist das letzte Album gewesen. Und Orn Organ haben jetzt quasi nochmal Final Days jetzt quasi nochmal neu rausgebracht, aber halt mit Friends, also mit ganz vielen Features, mit ganz vielen anderen Bands. Und ist auch interessant, wenn man ein Album vorher kennt, da mal reinzuhören und natürlich dann in das neue Album reinzuhören.
Und da sieht man schon manche Unterschiede. Ist auf jeden Fall eine gute Idee und mega nice. Lohnt sich, Leute, hört rein. Dann haben wir die Band Sarg. Gibt es seit 2004. Ist eine norwegische Band. Genre ist Doom Metal. Also immer wieder ganz anderes. Haben hier 6 Alben draußen. Und das heißt Born Demon. Und Leute, geht gut ab. Kann man sich nur geben. Ist richtig geil. Lohnt sich, hört rein. Dann haben wir die Band Cicada, wenn ich die ausgesprochen habe. Gibt es seit 2018. Ist eine schwedische Band. Genre ist Black and Trash Metal. Also was ganz, ganz Vagantes und Außergewöhnliches. Label ist Blackline Records. Da sind sie unter Vertrag. Haben 2 EPs draußen. Ist auch ihr 2. Album am Starten. Das heißt Alkahest, wenn ich die ausgesprochen habe. Und Leute, ist mega nice. Ist richtig geil. Hört rein. Lohnt sich. Dann von einer geilen Band zur nächsten geilen Band, die Band The New Roses. Gibt seit 2004, ist eine deutsche Band, Genre ist Hard Rock, haben eine EP und jetzt ihr viertes Album draußen, das heißt Sweet Poison. Leute, kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, hört in die Band rein, die ist mega gut. Ist richtig geil. Wenn man so in eine Richtung steht wie Guns N' Roses oder sowas, würde ich jetzt sagen, als Vergleich, wer auf sowas steht, wird The New Roses lieben. Hört rein, lohnt sich. Dann haben wir die Band White Skull, gibt es seit 1988, ist eine italienische Band, Genre ist Power Metal, haben eine EP und jetzt ihr erstes Album am Start und das heißt Metal Never Rusts. Und Leute, kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, hört in die Band rein, lohnt sich. Dann haben wir die nächste Band, Defälscht oder Defälscht, gibt es seit 1991, ist eine schwedische Band, Genre ist Death Metal, also guter Stoff, harter Stoff. Label ist Metal Bad Records, da sind sie unter Vertrag, haben eine EP und jetzt ihr 6. Album draußen, das heißt Grind Over Matter. Leute, halt in die Band rein, lohnt sich. Dann die Band Kill Ritual, gibt es seit 2010, ist eine amerikanische Band, Genre ist Heavy Metal, Label ist Massacre Records, haben eine EP und jetzt ihr 6. Album am Start und das heißt Killstar Black Mark Dead Hand Pierced Heart. Krasser Titelname, muss ich dazu sagen. Aber kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, die Band ist mega gut, ist richtig geil, hört rein, lohnt sich. Dann die Band Slaughter the Giant, gibt es seit 2018, ist eine belgische Band, Genre ist Melodic Death Metal, also geht auch wieder gut ab. Label ist Hammerheart Records, sind sie unter Vertrag, haben eine EP und jetzt hier auch ihr erstes Album draußen, das heißt Depravity. Und Leute, kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, hört rein. Ja, dann kommen wir schon zu den sonstigen Bands für die 2 Wochen. Auch wieder viele Bands dabei und auch vor allem gute. Ihr dürft gespannt sein. Band Nummer 1. Los geht's. Ist die Band Awake in Providence mit ihr Album Eternity. Ist Deathcore. Dann die Band Black Space Rider mit ihr Album We Have Been Here Before. Alternativ Rock. Dann die Band Cabal mit ihr Album Magno. Eternatus Deathcore. Dann die Band Death Comes in Wraith mit ihr Album Not of This World, Melodic Death Metal. Dann die Band Disgusting Privatization mit dem Album Remember Me, ist Death Metal, geht gut ab. Dann die Band Sede Vacante oder Seed Vacante oder Vacant mit ihr Album Cornium, Symphonic Metal. Dann die Band Solitude Within oder Solitate Within mit ihr Album When Kingdoms Fall, Symphonic Metal. Dann kommen wir zu den nächsten sonstigen natürlich, nicht zu vergessen für die 2. Woche, da haben wir vertreten Golgotha mit ihr Album Mors Diligentes oder Diligentes, mein wie auch immer, ihr seht es ja geschrieben, ist Death Metal. Dann Fear Factory mit ihr Album Recorded Industrial Metal. Dann Manta mit ihr Album Evoke Modern Metal. Dann Massive Wagons mit ihr Album Triggered Hard Rock. Dann die Band Miss from the Mode mit dem Album The Way Out of Hell Death Metal. Dann die Band Noctem mit ihr Album Cedro Cetre The Grass The Grass. Mein Gott, bin ich wieder richtig am Aussprechen heute. Extreme Metal. Dann die Band, die man auch kennt, Sodom, mit ihr Best-of-Album 40 Years at War, The Greatest Hell of Sodom, Trash Metal.
und dann die Band Them mit ihrem Album Fear City Power Metal. Ja, das war's dann auch von den sonstigen. Wir haben viele Bands dabei. Ich bin wieder richtig Hammer. Das war richtig geil, einfach zu wissen, dass diese zwei Wochen sich echt lohnen, dass man da gute Band zusammenkriegt. Die ist einfach nur mega. Die finde ich einfach nur gut, dass ich das so gemacht habe. Ist richtig gut. Und dann lohnt sich die Videos machen auch umso mehr noch dazu. Und die Spannung ist dann immer dabei, welche Bands präsentiert werden, finde ich. Und wenn ihr meinen Podcast dann natürlich noch nicht reingehört habt oder die Möglichkeit habt, dann nicht reinzuhören, dann ist das mit den zwei Wochen hier erst recht eine gute Idee, weil zwei Wochen warten ist zwar lang, aber man kriegt dafür gut was geboten an Musik, die man dann mal reinhören kann. Wie gesagt, Videobeschreibung findet ihr zu jeder Band einen Link. Klickt da mal rein, klickt da mal durch. Und vielleicht ist für den einen oder anderen Band sogar eine Band dabei, die ihm gefällt. Man weiß es nicht. Das war's ja von den sonstigen. Bleibt dran, nach meinem Video kommen noch weitere Videos. Checkt meine neue Playlist, die Konzerte-Playlist. Neues Video ist auch schon am Start. Das werde ich heute auch reinsetzen, also heute fertig machen. Das wird heute drin sein. Und ihr dürft gespannt sein, wo ich jetzt auf Konzert war. Wer jetzt mein Instagram-Account, mein Profil checkt, der weiß dann, um welche Band es sich handeln wird, wo ich jetzt das Konzert hochlade. Oder wer es jetzt mittlerweile gecheckt hat, wer bei meinem Profil reingeschaut hat, will jetzt schon wissen, um welche Band es gehen wird. Das Video wird, wie gesagt, hochgeladen. Ihr dürft gespannt sein. War ein richtig geiles Konzert. Ich verrate jetzt nicht sehr viel. Wie gesagt, entweder wisst ihr das schon oder noch nicht. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, wie gesagt, checkt meine Playlist, guckt euch gern durch. Und wie gesagt, Unboxing ist auch bald wieder am Start. Ich arbeite dran. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch ein richtig schönes Wochenende. Einen schönen Wochenstart. Bleibt gesund und fit. Und wir sehen uns wieder zum Podcast am Donnerstag. Oder ja, rauf die Woche. Oder natürlich in zwei Wochen wieder auf YouTube. Natürlich. Wie gesagt, Leute, bleibt gesund und fit. Schönen Wochenstart. Und denkt immer dran. Heavy Metal. Tschüss.